So, ich möchte möglichst unauffällig vorgehen. Weiterhin. Die Frage ist, lungert hier irgendwer auf der Treppe rum? Oder sogar oben, wo die Treppe endet? Ich muss da ins Besprechungszimmer. Nein, ich muss da zur Brandmarkanweisungen. Aber da ist ja schon das Besprechungszimmer. Wie komme ich denn... Gebietskarte. Ja, bitte ansehen. Du bist hier zum Hauptsaal, Hinterhof, Archiv, Besprechungszimmer. Achso, ich muss hier und da ist das Archiv. Da muss ich zuerst hin. Da muss ich zuerst hin. Oh. Achso, ich kann kein weiteres Mana-Elixier mehr tragen, weil ich zu schwach bin. Oh, da... Hat er mich jetzt bemerkt oder was? Oha, er steht da rum. Steht da rum und guckt sich das Bild da oben an. Oh, oh, oh. Hat er mich jetzt bemerkt oder nicht? Er läuft da rum. Jetzt hat er mich definitiv bemerkt. Oder auch nicht. Ist der ein bisschen doof oder so? Juhu! Überraschung! Ich räume ihn mal unauffällig in eine dunkle Ecke. Ja, Schnarchbert, schnarch dich erstmal aus. Ich lege ihn mal hier ab. Hier fällt er bestimmt niemandem auf. Ah, eine Alarmglocke. Die möchten wir ungern läuten. Ah, mit einem Kabelwerkzeug kann ich das manipulieren. Dieser Alarm wurde deaktiviert. Ich glaube, das ist eine gute Idee, so grundsätzlich. Ich weiß ja nicht, was wir hier noch für Probleme kriegen werden. Hat dich die Abregnung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fensterlinien im ersten Stock nicht schließen ließ? Nein. Und ich dachte, dadurch verschwinden zu können? Fand aber keinen Weg nach unten. Und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Verbrachte den Rest der Abregungszeit auf einem Sims. Trottel. Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Oh oh. So. Du sollst ja nicht rauf. Kommt er hier jetzt lang, oder? Ja. Er geht da rein. Und da sind auch nochmal zwei, nee, einer, wenn ich das richtig sehe. Da ist ein... Ich höre einen Raffi quietschen. Okay, wie... Der Lunger jetzt da rum? Oh oh. Der möchte doch tatsächlich in meine Richtung kommen. Warum? Was hat er davon? Was könnte er gewinnen? Ist er jetzt stehen geblieben? Ja. Ich greife ihn mir super unauffällig. Und nehme ihn mit. Und wir legen ihn auch in die dunkle Ecke zu seinem Kameraden. Dann können die sich in Schnarchsprache unterhalten. Und das ist doch eine hervorragende Idee, oder? Hier, Leute, schnarcht euch mal gegenseitig an. Gut. Noch einer ausgeschaltet. Da liefen noch mindestens 2 rum. Mindestens, sage ich, weil es wahrscheinlich 18 sind. Ein
Einer war da hinten die Treppe hoch und der andere war hier. Ist aber auch nicht mehr in Sichtweite. Oh, da kommt er. Ist er jetzt... Juhu! Er hat einen Verhörzimmerschlüssel. Noch einmal von vorn. Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis von Coldridge zu befreien. Keine Frage. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefürchtet ist. Er ist so blutrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen. Und wie er der Axt ausgewichen ist, wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte Hilfe, gewiss. Aber wie weit geht das? Die Spur führt zu Martin. Aber Martin kennt jeden. Überall. Wo waren die jetzt am Sabbeln? Ach ja, Schnarchbert liegt ja auch noch rum. Also Schnarchbert Nummer 18 oder so. Gibt ja viele Schnarchberts. Warum hat er eigentlich Blutspuren auf der Treppe hinterlassen? Nicht in den überschwemmten Bezirk. Oder? Da steht bewusstlos da nicht. Ist der etwa tot? Wann ist der gestorben? Ich habe ihn doch nur gewürgt. Die Abwasserkanäle sind Rattennester. Und einmal in Reichweite des Flusses kann er überall hin sein. Warum ist der hier gestorben? Okay, bevor ich da unten lese, möchte ich erstmal gucken, was hier... Warum die Kaiserin töten? Er muss verrückt geworden sein. Wer ist denn hier am Sammeln? Ach du. Warum? Leg dich hin. Leg dich einfach hin. Alles ist gut. Corvo Atanus Aktivitäten. Oh, was aktivitäten wir denn so? Bekannte Aktivitäten. Kehrte nach einem offiziellen, etwa zweimonatigen Einsatz zurück. Nach der Abreise von Gristol schloss die Mission im Auftrag der Kaiserin Jessamine Cordwain weitere Aufenthalte auf anderen großen Inseln mit ein. Überbrachte bei Ankunft schlechte Nachrichten, wurde sofort wegen des Mordes an ihr festgenommen. Letzter offizieller Aufenthaltsort, drang in die Kanalisation unter dem Gefängnis von Coldridge ein, nachdem er der Hinrichtung unter ungewöhnlichen Umständen entkommen konnte. Aussage eines Bürgers, Trey Dover. Glaubwürdigkeit mittelmäßig, unbestätigt. Aussage. Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde bei einem Gespräch mit einer unbekannten Frau am Haupttor der Akademie der Naturphilosophie gesehen. Aussage eines Bürgers, Benjamin Harrybay. Glaubwürdigkeit niedrig, unbestätigt. Aussage, Person, die auf die Beschreibung des Subjekts passt, wurde beobachtet, wie sie sich mit Ochsenhirten außerhalb der Stadt traf. Ja, leider wurde ich dabei gesehen, wie ich mich mit den bekannten Ochsenhirten traf. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Aussage einer Bürgerin, Charlotte Cadenhead. Glaubwürdigkeit niedrig, aus zweiter Hand. Aussage hat Gespräch mitgehört, das darauf hindeutet, dass einer der Gesprächspartner etwas über das Subjekt weiß. Na, das ist ja zum Glück überhaupt nicht vage. Vermutete Bündnisse, keine bekannt. Empfehlung, Durchsuchen des Bezirks der Anwesen aufgrund der früheren Autorität und Privilegien des Subjekts. Man sucht also nach mir und findet mich nicht. Aber ich finde euch. Zum Teil. Manchmal. Unter Umständen. So, ich möchte mich natürlich hier genau umsehen. Für den Fall, dass hier noch, genau, ein Apfel rumliegt zum Beispiel. Oh, oder Schnecken in Aspik, das wär's jetzt. Oh, was ist das? Ein Buch. Die Prüfungen der Begabung. Auszug ist ein Bericht über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein... Moment, das kenne ich schon. Die Kinder werden alle umgebracht. Ja, ja, kenne ich schon. Fast alle Kinder, die die kidnappen, werden umgebracht. Wie sich das halt so gehört. Läuft hier noch jemand rum? Ich will jetzt nicht noch irgendwer in die Arme laufen. Schnarch, schnarch, schnarch. Was haben wir hier noch? Aussagenprotokoll Nummer 73826. Der Fall Agatha Harcourt.
Aussage nach Mary Wallace. Eines Nachts roch ich einen seltsamen Gestank, der aus Agathas Fenster kam. Als ich zum Fenster hineinblickte, sah ich, wie sie über dem Feuer die Knochen von etwas Kleinem zusammen mit Haarbüscheln verbrannte. Aussage von Herbert Alcott. Nach mehreren Abenden, an denen ich spät von der Arbeit nach Hause kam, sah ich, wie Agatha mich so seltsam von hinter den Vorhängen aus anblickte. Am fünften Tag spürte ich Schmerzen im Bauch, als ich mich ihrem Zuhause näherte. Ergebnis: Agathas Haus wurde durchsucht. Es wurden mehrere verbotene Gegenstände gefunden und Agatha wurde ergriffen, als sie aus dem Hause fliehen wollte. Ihr Verhör brachte wenig Hilfreiches zutage. Haus und Besitz für den Orden konfisziert, Überreste eingeäschert. Na, das Überreste eingeäschert deutet darauf hin, dass ihr sie friedlich und freundlich in Gewahrsam genommen habt. Okay, hier oben scheint nichts weiter zu sein, also weiter unten. Da sollen wir das Büchlein lesen über diverse Dinge, die uns sicher brennend interessieren. So, was liegt hier noch? Hier doch was geblinkt. Ein Buch, das zweite Gebot. Auszug aus seinem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zäume die lügende Zunge, die wie ein Funken im Mund eines Ungläubigen ist, denn sie ist ein so kleines Ding, doch sie kann eine ganze Stadt niederbrennen. Es ist besser, ein Leben in Stille zu leben, als einen Strom von Unwahrheiten auszuspeien. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme des Outsiders zurück. Aber ich lüge doch so gerne. Lügen bereitet mir tiefe seelische Zufriedenheit. Wie könnte ich aufhören zu lügen? Es wäre ein Verrat an mir selbst. Konfiszierungslog Nummer 2749. Beschuldigter Archibald Pelling. Konfisziert, Abbild des Lordregenten. Strafe verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis in Coldridge. Okay. Beschuldigte Beatrice Gold. Sichergestellt, Sammlung von Tierschädeln, die mit geschnitzten, bildhaften Zeichen versehen waren. Strafe, Haus konfisziert. Beschuldigter Charles Hanley. Sichergestellt, Ritualbuch. Strafe, Konfiszierung von Haus und Eigentum. Verbannung in den überschwemmten Bezirk. Alter, was konfiszieren die denn? Irgend so einen Scheiß und bestrafen die Leute für nix und wieder nix. Hier noch ein Rad ab. So, jetzt gucken wir mal hier über das Brandmarken von Ketzern. Das Zeichen des Ketzers ist für jene Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Oberaufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Die zu brandmarkende Person muss am Verhörstuhl festgebunden und festgehalten werden, wenn das Zeichen eingebrannt wird. Das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. Ist das ein kleiner Hinweis darauf, dass ich den netten Herrn Oberaufseher brandmarken soll? Nicht, dass ich da nicht unbedingt Lust zu hätte. Doch habe ich. Ja. Missionshinweise aktualisiert. Das eigentliche Zeichen des Ketzers befindet sich im Verhörzimmer. Ich glaube, ich soll den ein bisschen brandmarken. Ich glaube, das, ja, werde ich vielleicht auch machen. Da liegt noch was rum. Enthüllungsprotokoll Nummer 965. Name Dylan Jacobs. Zugegebene Verstöße, Diebstahl von Lebensmitteln eines Nachbarn. Wiedergutmachung zu Zahlung des halben Lohns an den Nachbarn für die Dauer eines Monats. Name Millicent Ridgeway, zugegebene Verstöße Ehebruch, Wiedergutmachung 1 Jahr im Dienst des Ordens. Name Robert Young, zugegebene Verstöße, beobachtete eine Nachbarin beim Baden. So ein Perverser. Wiedergutmachung, öffentliche Demütigung am Pranger für eine Dauer von 2 Tagen. Krasse Strafe. Demütigung am Pranger ist ein bisschen mittelalterlich. War hier eigentlich irgendwo, ich hatte vorhin so einen Herzschlag gehört. Und Artefakte in der Nähe. Tatsache, da unten. Und da hinten? Einmal hergebracht, verlassen Sie diesen Ort nie mehr. Die Aufseher finden immer die Schuldner, der Sie suchen. Natürlich. Okay. Ich werde mich mal vorsichtig noch ein bisschen weiter umsehen, bevor ich da zum Verhörzimmer gehe. Man weiß ja nie, was hier noch alles Interessantes vor sich hin blubbert.
Da ist das Verhörzimmer. Da gucke ich lieber mal, wenn ich das da noch jemand... Da ist der Verhörstuhl. Sonst sehe ich aber niemanden. Verhört's immer. Ah, hier kann man an der Kette rumklettern. Wenn man das denn will. Oh, Hemlock-Essenz und eine Springmine. Oh, davon habe ich schon 18 Stück. Mehr kann ich nicht tragen. Sokolovs Gesundheitselixier. Ja, bitte. Und irgend so ein Werkzeug. Gut, gut. Natürlich. Mit so ein bisschen Angst, dass hier noch Wachleute rumlaufen. Da ist auch das Verhörzimmer anscheinend. Wie viele Verhörzimmer gibt es denn hier? Da sehe ich gerade niemanden. Zum Glück hatte ich den Schlüssel dabei. Was ist da drin? Ah, ein Beutel. Beutel mögen wir ja sehr gerne. Aha. Hier können wir das Verhörzimmer überblicken. Den Verhörstuhl. Ich verstehe. Jedenfalls gebe ich vor zu verstehen. Ein paar Bolzen über das Brandmarken von Ketzern hatten wir ja nun gerade schon. Audiographen, ja. Wir haben hier einen Mann, so um die 30 vielleicht. Schlank. Ungewöhnliche Tätowierung auf Gesicht und Brust. Vermutlich abergläubische Ketzerei. Natürlich, was auch sonst. Eine Art industrielle Maske. Wahrscheinlich aus einer der Wahlfabriken gestohlen, wie es aussieht. Du bist einer von Dauds Leuten, oder? Endlich haben wir dich. Wie ist dein Name? Was ist mit seinen Augen los? Opium? Laudanum? Verstehst du mich? Was macht er? Er hat eine Art Anfall. Er ist tot. Das ging aber schnell. Das ist es. Eine Nadel wohl in einem seiner Handschuhe versteckt. Subjekt bekam eine Art Gift verabreicht. Hm. Mit offenbar tödlichen Auswirkungen. Offenbar. So, das Brandzeichen habe ich mir auch gerade gekrallt. Und das ist nochmal das gleiche Buch. So, jetzt muss ich nur noch den Typen schnappen, ihn da unten auf den Dings setzen und ihn brandmarken. Da habe ich Bock drauf, voll. Die großen Prozesse. Auszug aus den Erlebnissen des Aufsehers, notiert von Oberaufseher Tynan Wallace. 2 Jahre in der Gesellschaft von Ketzern, Verrückten und den seltenen Verbrechern, die mit finsterem Herzen magische Riten praktizieren. Jetzt kann ich wahrlich sagen, was ich gesehen habe, würde die meisten Menschen in ihren Verstand bringen. Und obwohl die Prozesse und Ketzerverbrennungen mir mein Herz schwer werden lassen, muss ich doch niederschreiben, was für eine einzigartige Gelegenheit es war, die mannigfachen Perversionen zu sehen, mit denen der Outsider jene belegt, die seinen dunklen Rat suchen. Viele von denen, die uns gegenüberstanden, waren angeklagt, ihre Nachbarn oder Familienmitglieder verhext zu haben, die aus der Ferne zu kontrollieren oder sogar in ihrem Körper zu wandeln. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie eine Frau in die Form einer anderen schlüpfte und unerkannt umherstreifte, bis ein wachsamer Aufseher beide niederschlug, die Hexe und ihren Wirt. Andere, von denen ich später berichten werde, wurden dabei ertappt, an 2 Orten gleichzeitig zu sein oder von einem Ort zu verschwinden und an einem anderen zu erscheinen. Unsere Arbeit war schrecklich, gewiss, denn wenn die Anhänger des Outsiders wirklich den Körper eines anderen übernehmen oder sich wie der Wind von Ort zu Ort bewegen können, wie können wir dann Mauern errichten, um sie fernzuhalten? Diese Prozesse brachten uns zum ersten Mal auf die Idee, Barrieren zu untersuchen, die über die materielle Welt hinausgehen. Das müssen ja krasse Barrieren sein, alter Schwede. Okay, kleiner Quicksave und wir ziehen mal weiter. Langsam, aber sicher.